Es geht jetzt um die Problematik der antimikrobiellen Resistenz, mit der ich mich meine ganze wissenschaftliche Karriere schon beschäftigt habe. Und so ein bisschen möchte ich Ihnen da näher bringen, warum das Thema uns alle angeht. Und so die zweite Unterschrift ist mir auch besonders wichtig, warum zu günstige Antibiotika die nächste Pandemie herbeiführen. Die wollen wir alle nicht haben, aber ich hoffe, dass das im Vortrag deutlich wird. Ich stelle mich Ihnen kurz vor. Ich habe mal Pharmazie studiert in Bonn und dort auch promoviert, bin dann in die USA gewechselt nach Seattle mit einem DFG-Forschungsstipendium, war da gut 2 Jahre, bin dann nach Deutschland zurück an das, was damals GBF hieß, Gesellschaft für biotechnologische Forschung. Mittlerweile kennt das jeder, wurde umbenannt zu Beginn des Jahrtausends in Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Komme ich später nochmal drauf. Bin dann 2003 ins Saarland gewechselt. Hier im Saarland haben wir ein Institut gegründet, welches jetzt zum Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung gehört und sich Helmholtz-Institut für pharmazeutische Forschung nennt. Wir sind hier verantwortlich für den pharmazeutischen Teil des Helmholtz-Zentrums. Es gibt auch noch ein deutsches Zentrum für Infektionsforschung. Da koordinieren wir eine Einheit, die heißt Neue Antibiotika. Und in dem Zusammenhang ist, glaube ich, erwähnenswert, dass wir durch den Bund im letzten Jahr hier auch eine Ausbauentscheidung erhalten haben, die es uns ermöglichen wird, das HIPS hier deutlich zu erweitern, gemeinsam mit der Universität des Saarlandes. Jetzt kommen wir zum Thema. Warum gibt es das HIPS überhaupt? Ich glaube, das ist relativ schnell erklärt. Mit der Problematik antimikrobielle Resistenz hat sich eigentlich jeder schon mal beschäftigt. Die aktuelle Pandemie hat das so ein bisschen in den Hintergrund gedrückt. Wir sprechen hier auch von einer stillen Pandemie, die schon Jahrzehnte läuft und gegen die es keine Impfstoffe geben wird. Die kommt also ganz schnell wieder raus, wenn wir hoffentlich durch die Impfstoffe aus der aktuellen Pandemielage rauskommen. Es gibt unterschiedlichste Statistiken, die von hohen Todesraten leider ausgehen in der Zukunft, wenn wir hier nicht dran arbeiten und neue Antibiotika entwickeln. Das ist aber nur ein Aspekt der antimikrobiellen Resistenz. Es geht hier auch um falschen Einsatz von Antibiotika, sowohl in der Humantherapie als auch beispielsweise in der Tiermast. Da könnte man Vorträge drüber halten, die ganz abendfüllend sind, womit wir uns beschäftigen müssen. Und das geht wirklich jeden an. Die Resistenzrate gegen die antimikrobielle Therapie nimmt immer weiter zu. Hier sehen Sie mal so von hellrot nach dunkelrot. Und wir haben nicht weltweit Statistiken. Die zuverlässigsten sind halt aus Europa und aus Nordamerika. China ist im Prinzip auch ein Problem. Wir haben Resistenzraten gegen die eingesetzten Antibiotika, die zwischen 30% und 70% sind, was natürlich dazu führt, dass die üblicherweise eingesetzten Medikamente kaum noch oder gar nicht mehr verwendbar sind. Das ist Grund für einen gewissen Wettlauf, das bisschen Hase-Igel. Resistenz ist ein evolutionäres Prinzip. Die Mikroorganismen vermehren sich sehr schnell und evolvieren dann Resistenzmechanismen. Das ist keine Frage des Ob, sondern nur des Wann. Also letztlich kann man in dem Bereich gar nicht aufhören oder sollte nicht aufhören, neue Wirkstoffe zu entwickeln, weil man wird sie wieder brauchen, wenn die nächsten Resistenzen auftauchen. Das lässt sich aufgrund dieses evolvierenden Systems überhaupt nicht verhindern. Andere Ursachen für die antimikrobielle Resistenz, ich nannte schon falschen und übermäßigen Gebrauch, auch schlechter Infektionsschutz ist immer noch ein Problem, leider auch mangelnde Hygiene und halt das Fehlen neuer Antibiotika. Heute möchte ich nur auf die Problematik des Fehlens neuer Antibiotika eingehen, mit der wir uns seit vielen Jahren beschäftigen und kurz den aktuellen Bezug machen. Auch wenn es vielleicht keiner mehr hören mag, Covid-19, hier haben wir virale Erreger, eine extrem schnelle globale Ausbreitung. Wir sehen jetzt den Beginn der Eindämmung der Pandemie durch Impfstoffe. Da muss man aber immer wieder betonen, wir zählen zu den Glücklichen, die A, schnell einen Impfstoff haben und B, den auch noch verfügbar haben. Für den
großen Teil der Menschheit gilt das ja nun leider nicht, was auch wieder die Resistenzentwicklung bei den Viren befördern wird. Also das Risiko, dass man da vermutlich in Zukunft jedes Jahr impfen wird müssen, ist relativ hoch. Aber die Chance, die Impfstoffe relativ schnell zu entwickeln, ist auch hoch. Es gibt keine therapeutischen Wirkstoffe. Das haben wir alle gelernt, wie wichtig Wirkstoffe sind, wenn man keine Impfung hat. Die Entwicklung von Wirkstoffen dauert in der Regel deutlich länger. Statistiken sagen von Erstentdeckung bis Markteinführung im Schnitt 12 Jahre. Kosten pro Wirkstoff etwa 1 Milliarde Euro. Das sind so die Statistiken in der Pharmaindustrie. Und was besonders wichtig ist, das sollten wir jetzt im Zusammenhang mit den Antibiotika betrachten, es gibt hohes wirtschaftliches Interesse. Da kann man also richtig Geld verdienen. Wenn man jetzt AMR gegenüberstellt, hier geht es nicht um einen Erreger, sondern eine Vielzahl bakterieller Erreger. Es gibt nur ganz wenige Impfstoffe. Es gibt auch wenig Hoffnung, dass es viele Impfstoffe geben wird. Die Ausbreitung ist eher langsam. Therapeutische Wirkstoffe gibt es, aber auch erst seit Mitte des letzten Jahrhunderts. Diese Antibiotika haben uns eine durchschnittliche Verlängerung der Lebenserwartung von etwa 20 Jahren gebracht. Das ist also absolut enorm. Antibiotika sind wahrscheinlich die wichtigsten Wirkstoffe, die es gibt. Wir verlieren hier so sukzessive deren Wirkung durch Resistenzen. Und was man so auf den ersten Blick nicht glauben mag, es gibt kaum wirtschaftliches Interesse. Die meisten pharmazeutischen Unternehmen sind aus der Entwicklung von Antibiotika ausgestiegen. Ich versuche das gleich ein bisschen zu erklären. Da kann man auch abendfüllende Vorträge drüber halten. Wir reden hier vom Marktversagen. Das liegt im Prinzip daran, dass man, wenn man Antibiotika macht, diese eigentlich so als Art Versicherung oder Feuerwehr herstellt, um sie im Idealfall in Schrank zu legen und nur dann einzusetzen, wenn ein neuer Resistenzmechanismus vorliegt. Das ist aber völlig konträr zu dem wirtschaftlichen Interesse des pharmazeutischen Unternehmens, da wir in unserem Gesundheitssystem entsprechend der Abnahme, also der Anzahl verkaufter Tabletten, am Ende wieder wirtschaftliches Interesse dann befriedigen. Und solange das so ist, haben wir hier ein Riesendilemma. Die WHO nennt die Ausbreitung von AMR sehr bedrohlich. Die WHO hat auch im letzten Jahr zum ersten Mal eine Priority List genannte Liste der wichtigsten Erreger. Escape-Pathogene heißen die. Das sind meist gramnegative Bakterien, die hier die großen Probleme machen in unseren Krankenhäusern. Dazu zählt aber mit Sicherheit auch der Tuberkuloseerreger Mycobacterium tuberculosis, der weltweit halt auch noch immer einer der drei meistverwendeten Killer ist. Also die meisten Todesfälle weltweit, da zählt Tuberkulose immer noch dazu. Und ich habe gerade schon ein paar Worte dazu gesagt, dass der Antibiotikamarkt ökonomisch nicht lebensfähig ist. Da brauchen wir unbedingt andere ökonomische Modelle. Zu sagen. Die Politik ist in den letzten 10, 15 Jahren darauf aufmerksam geworden. Es gibt hier Förderinstitutionen, man nennt das dann Public-Private Partnerships für die frühe Entwicklung. Was aber wichtig ist, dass wir hier eigentlich nur noch Entwicklungen aus der Akademie heraus haben. Wir brauchen also unbedingt mehr akademische Institutionen, die mit innovativen Ideen auch überhaupt die Entwicklung hin zu neuen Antibiotika fördern. Antibiotika-Entwicklung ist teuer. Wenn man da die üblichen Statistiken anschaut, dann können Sie sich das hier mal durchschauen. Bereits vor klinischen Phasen, also Erprobungen am Menschen, gehen da schnell mal $200 Millionen drauf für ein einzelnes Molekül bis hin zur Registrierung halt im Schnitt etwa 1 Milliarde. In diese Statistik muss man ja auch all die Moleküle hineinrechnen, die es nicht schaffen. Wir sprechen davon der Attrition Rate, also der Rate von Wirkstoffmolekülen, die Entwicklung gehen und aus irgendeinem Grund Nebenwirkungen, Toxizität, zu teuer in der Herstellung es nicht schaffen. Und das sind nun mal leider die meisten, die irgendwo scheitern und deren Entwicklung muss man ja in die Kosten der wenigen Wirkstoffe, die es dann bis zum Markt schaffen, auch mit reinrechnen. Nach der Entwicklung gibt es dann auch, also nach der Zulassung gibt es auch nochmal Kosten in unterschiedlicher Art. Also
die Zahlen, die ich Ihnen schon genannt habe. Und wenn man jetzt die Indikationsgebiete anschaut und sich anschaut, welchen Profit die Firmen machen im Vergleich zu den Entwicklungskosten, dann sehen Sie schon das Dilemma. Da werden Nettoverluste eingefahren. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Das liegt nicht nur daran, dass sie im Idealfall für die Feuerversicherung, also für den Schrank hergestellt werden, sondern auch daran, dass sie extrem gut wirksam sind. Ich glaube, jeder, der jetzt hier in der Konferenz ist, hat schon mal ein Antibiotikum genommen. Das nimmt man dann eine Woche und dann geht man wieder joggen. Man stelle sich das mal als Therapiestandard in der Krebstherapie oder in der Therapie der Neurodegeneration vor. Da sind wir Äonen von entfernt, wenn es überhaupt gute Wirkstoffe gibt. Und umso schwieriger ist es halt, gegen ein bereits zugelassenes Molekül einen neuen Wirkstoff auch auf den Markt zu bringen, weil die zulassenden Behörden von uns erwarten, dass die neuen Wirkstoffe eben mindestens gleich gut oder besser sind. Und an der Stelle gibt es keine Evaluierung dessen, wie hoch die Resistenzrate ist und wie wahrscheinlich es ist, dass der derzeit vorhandene Wirkstoff in Zukunft gar nicht mehr eingesetzt werden kann. Also hier gibt es leider ein großes Problem, was dazu geführt hat, dass die meisten Pharmaunternehmen aus der Forschung ausgestiegen sind. Im vorletzten Jahr gab es noch 4 größere, dann sind nacheinander die Novartis und auch die Sanofi ausgestiegen. Also wir haben jetzt noch so anderthalb und das ist sehr bedrohlich. Wenn wir das jetzt mal anschauen im Vergleich zur Resistenzentwicklung, hier sehen Sie über die Jahre die Resistenzentwicklung. Wenn man die 2 roten Kurven anschaut, das sind die Fluorchinolone, da ist dann so ein Knick drin, wo kommt der her? Das liegt einfach daran, dass diese Antibiotika seit Mitte des ersten Jahrzehnts deutlich weniger verwendet werden. Und häufig sind Resistenzen halt für die Keime, die resistent werden, auch für ihren Stoffwechsel negativ, sodass sie wieder zurückmutieren. Und das liegt halt daran, solange wir heftig einsetzen, werden die Resistenzraten steigen. Und das steht wiederum in einem krassen Gegensatz zu den vielen Antibiotika, die in den 40ern und 50ern des letzten Jahrhunderts entwickelt wurden. Und wenn man nun die anschaut, die wirklich gegen die eben genannten gramnegativen Erreger aktiv sind und innovative Wirkprinzipien tragen, dann wird es richtig gruselig. Dann sehen Sie hier, wie wenig da auf den Markt gekommen ist. Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller wird hier natürlich intervenieren und sagen, es gibt doch neue Antibiotika. Ja, die gibt's. Die haben aber keine neuen Wirkprinzipien, sondern sind Weiterentwicklungen bereits bekannter Antibiotika. Was hier dargestellt ist vom Wellcome Trust, sind eben innovative Wirkstoffe, die auch neue Wirkmechanismen haben und damit resistenzbrechend sind. Eine letzte Folie, die ich Ihnen jetzt nicht ersparen möchte auf dem Weg dahin. Ich habe leider keine neueren Zahlen für die in Deutschland verschriebenen Antibiotika gefunden. Da die aber keiner wesentlichen Preissteigerung unterliegen, kann man davon ausgehen, dass sie nach wie vor kaum pro Jahr 1 Milliarde ausmachen. Eine Problematik, die ich nur am Rande erwähnen möchte. Wir sind hier extrem abhängig von den asiatischen Märkten. Wir können kaum noch Antibiotika selber produzieren. Wenn wir die nicht mehr importieren könnten, dann wird das Problem noch viel größer. Wenn Sie das jetzt vergleichen mit dem Umsatz des weltweit führenden Krebsmedikaments Gleevec, auch 2013, das hat 4 Milliarden Umsatz gemacht. Da sieht man schon, irgendwo stimmt hier was nicht. Wenn Sie die jährlichen Forschungs- und Entwicklungskosten der größten Pharmakonzerne zusammenrechnen, dann kommt man irgendwo auf 65 Milliarden US-Dollar, auch da eine interessante Zahl. Diese Zahl ist deutlich unter den jährlichen Marketingkosten dieser Firmen. Und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Fürs Marketing wird deutlich mehr ausgegeben als für Forschung und Entwicklung. Und das ist die jährliche Förderung der antimikrobiellen Resistenz in der EU und den USA. Ich glaube, jetzt habe ich genug Zahlen gebracht. Es ist, glaube ich, eindeutig, die Wertschätzung von Antibiotika ist in keinem sinnvollen Verhältnis mehr zu ihrer Bedeutung. Dabei gilt es zu bedenken, dass Antibiotika nicht nur gegen Infektionserkrankungen eingesetzt werden, sondern dass sie beispielsweise bei der Therapie
nach Organtransplantationen bei der Therapie von einer einfachen Hüftersatztherapie immer eingesetzt werden in Routine-Eingriffen in der Klinik. Und auch diese werden gerade bei alternder Bevölkerung natürlich mehr. Wenn es da keine wirksamen Antibiotika mehr gibt, dann wird diese ganze Intensivmedizin irgendwann auch nicht mehr erhaltbar. Ich möchte jetzt wieder zurückkommen, warum es uns gibt. Ich will jetzt nicht behaupten, dass HIPS wird dieses Problem alleine lösen. Was mir aber am Herzen liegt, ist, den Punkt zu machen, dass es mehr Institutionen geben müsste, die sich dieser Aufgabe stellen. Wir haben vor 12 Jahren gemeinsam mit dem HZI, das Helmholtz-Institut Pharmazeutische Forschung im Saarland, gegründet, eben mit dem Auftrag, sich um neue Antibiotika zu kümmern. Und auf dem Weg dahin ein paar Worte zu unserer Organisation. Das HZI ist durch die Kolleginnen, die da jetzt so durch die Gazetten und Talkshows tingeln, glaube ich, sehr gut bekannt. Entschuldigung, Herr Müller, ich muss mal kurz um Unterstützung bitten. Wir haben doch erhebliche Schwankungen mit dem Ton und wir vermuten, es liegt an Ihrem Headset. Das Mikro ist vielleicht nicht richtig positioniert. Oder vielleicht probieren Sie auch ohne Headset zu sprechen, weil die Tonschwankungen sind doch zum Teil erheblich. Jetzt okay. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, perfekt, danke. Vielleicht war einfach der Stecker nicht richtig drin, tut mir leid. Ich hoffe trotzdem, dass das meiste rübergekommen ist. Also dieses Institut widmet sich eben dem Auftrag der frühen Wirkstoffforschung. Wir sind Teil des Helmholtz-Zentrums, welches 3 Grundaufgaben hat, sich zum einen den Pathogenen zu widmen, aber auch der Immunantwort. Sie haben unsere Vertreter aus der Virologie und der Modellierung sicher kennengelernt, hier und da in den Talkshows. Nicht so bekannt ist der Bereich Anti-Infektiva, für den wir hier stehen. Unser Prinzip hier war es eine sehr enge Interaktion mit der Universität, auch mit der Idee, die Versäulung des Wissenschaftssystems aufzugeben oder aufzulösen. Die Helmholtz-Zentren stehen ja als große Zentren außeruniversitär häufig so ein bisschen am Rand der Universitäten. Und die Idee war vor 12 Jahren, wir brauchen kleinere Einheiten, die dann näher an die Universitäten rücken. Das haben wir, glaube ich, hier ganz gut hingekriegt und eine sehr enge Interaktion mit der lokalen Universität dann in diesem Bereich auch strukturbildend darstellen können. Es gibt auch seit 7 oder 8 Jahren ein deutsches Zentrum für Infektionsforschung, welches ein virtuelles Zentrum ist, was sich auch mit dieser Aufgabe beschäftigt. Und in dem koordinieren wir diesen Bereich Anti-Infektiva. Am Helmholtz-Zentrum gibt es da eine Reihe von wissenschaftlichen Gruppen. Ich möchte jetzt den zweiten Teil des Vortrags noch widmen, um Sie ein bisschen mit unserer Forschung vertraut zu machen. Wir beschäftigen uns mit Naturstoffen als Quelle für neue Antibiotika. Naturstoffe verfügen über eine deutlich größere strukturelle, vor allem dreidimensionale Vielfalt als chemische Moleküle, die üblicherweise in Pharma genutzt werden. Naturstoffe wurden im Laufe der Evolution optimiert und sind deshalb nach wie vor eine der vielversprechendsten Quellen für gerade Antibiotika. Die meisten der Antibiotika kommen im Übrigen aus der Natur. Sie sind aus der Mikrobiologie, aus der Genomik, heute auch aus der synthetischen Biotechnologie zu gewinnen. Da zeige ich Ihnen gleich 2 Beispiele zu. Was aber auch in dem Zusammenhang wichtig ist, was es so auf dem Markt gibt, sind eigentlich alles Naturstoffe oder Naturstoffderivate. Die kommen aus Bakterien oder Pilzen, die Sie bei sich im Komposthaufen finden können. Das ist auch eine Stelle, wo wir suchen, auch im Wald hinterm Institut. In einem Kubikzentimeter Boden finden Sie etwa 10 hoch 9 verschiedene Mikroorganismen. Und die kämpfen da ständig um Nahrungsquellen und haben sich einiges einfallen lassen auf Seiten der Chemie, um Moleküle herzustellen, mit denen sie andere Mikroorganismen, nennen wir es mal, in einem evolutionären Kampf hindern, ihnen Wirkstoffe und vor allem Nahrungsmittel wegzunehmen. Das ist also auch der Gedanke dahinter, von der Natur lernen an der Stelle. Was für Wirkstoffe gibt es, die uns als
Grundlage für die Entwicklung neuer Antibiotika helfen können. Das Penicillin ist ja das bekannteste Beispiel. Es kommt auch aus einem Pilz. Die meisten Antibiotika kommen aber aus Bakterien. Dazu ein Überblick. Die Naturstoffe kommen aus Bodenbakterien, großteils aus Bodenpilzen. Pseudomonaden, Streptomyceten, Bazillen spielen eine Rolle in der pharmazeutischen Industrie, sind die Actinomyceten über viele Jahrzehnte intensivst beforscht worden, was wiederum dazu führt, dass man in diesen Quellen bekannte Moleküle heutzutage immer wieder findet, was natürlich nicht so gut ist. Man geht aber davon aus, dass über 95% der Mikroorganismen, die es auf dem Globus gibt, noch nie im Labor kultiviert werden konnten. Und die haben natürlich ihre eigene Chemie. Und das hat uns auch bewogen, uns mit anderen Mikroorganismen zu beschäftigen, den sogenannten Myxobakterien, die auch ubiquitär vorkommen. Ich möchte Ihnen jetzt auf den nächsten Folien aus Sicht eines Mikrobiologen erklären, warum wir denken, dass das die coolsten Mikroorganismen auf dem Globus sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Sie da leicht von überzeugen kann. Myxobakterien zeigen nämlich einiges, was man von so einem Bakterium niemals erwarten würde. Sie zeigen ein soziales Verhalten. Sie können auf Oberflächen schwärmen. Wenn sie hungern, bilden sie gemeinsam Fruchtkörper aus, multizelluläre Fruchtkörper. Die sehen so aus wie diese Bäumchen, die man hier unten links sieht, in denen wieder Sporen reifen. Sie können diverse Biomakromoleküle wie die Zellulose abbauen und tun dies meistens in Schwärmen. Und was, glaube ich, besonders bedeutsam ist, die sind auch Bakterien. Sie können also als Rudel über andere Bakterien oder Pilze durch ihre Beweglichkeit herfallen, diese auflösen, abtöten und alle Ingredienzien dieser anderen Mikroorganismen dann fürs eigene Wachstum nutzen. Und es liegt auf der Hand, dass in diesem Prozess diese Bakterien viele chemische Moleküle machen, die sie eben auf dem Weg nutzen. Hier sind mal ein paar Beispiele, die wir aus diesen Bakterien haben isolieren können. Die unterschiedlichen Aktivitäten zeigen vieles davon. Ist halt antiviral, antifungal oder antibakteriell und zeigt dann am Ende auch neuartige Wirkmechanismen. Ich zeige Ihnen kurz einen Timelapse-Movie, wie die Myxobakterien das tun. Sie müssen sich jetzt vorstellen, auf diesem Bild sehen Sie Serratien. Das sind also einzelne kugelige Bakterien, die sessil sind, die sich nicht bewegen können. Und vorstellen sollten Sie sich jetzt die Myxobakterien, die im Schwarm jagen, oben links neben dem Bildabschnitt. Und im Zeitraffer sehen Sie dann, wie die erste Myxobakterienzelle hier reinkommt, feststellt, hier gibt es ein Buffet und dann läuft die zurück zu ihrem Schwarm und sagt dem Schwarm, das kann ich nicht alles alleine fressen und ich kann es auch nicht alleine verdauen, also müssen wir gemeinsam dahin. Jetzt hält man besser mal die Luft an, es wird ein bisschen angsteinflößend. Die Myxobakterien gehen dann dahin und machen mit ihren Exoenzymen und ihren Wirkstoffen dann die Serratien den Gar aus und fressen sie förmlich auf. Das ist, glaube ich, etwas, was in jedem ihrer Gärten, Komposthäufen im Wald, überall im Boden ständig passiert. Man macht es sich halt nicht so plastisch, führt man es sich nicht vor Augen normalerweise. Ist ein bisschen angsteinflößend. Zum Glück für uns gibt es keine pathogenen Myxobakterien. Aber sie produzieren halt Wirkstoffe, die uns gegen Pathogene helfen können. Und von diesen Myxobakterien sind die meisten bislang nie kultiviert worden. Das ist aus Sicht der Mikrobiologie etwas, was uns sehr fasziniert. Hier ist mal aus den Arbeiten von Hans Reichenbach aufgestellt, wie viele verschiedene Unterordnungen der Myxobakterien, das waren 3, die bis 2005 publiziert waren. Wir haben eine intensive Arbeitsgruppe in unserem Team, die sich mit der Mikrobiologie und vor allem mit dem Kultivieren dieser Bakterien aus Boden- und Sedimentproben beschäftigt. Und heute sind wir hier viel weiter. Wir sind jetzt ungefähr bei 22 Familien, hatten seinerzeit mal 9. Familien sind in der Phylogenie schon relativ weit oben stehend. Das Verwandtschaftsverhältnis ist in der Familie deutlich weiter als in einem Genus oder einer Spezies. Und je weiter auseinander diese Bakterien sind, umso mehr machen sie auch unterschiedliche Chemie.
Das könnte ich jetzt mit vielen Beispielen beweisen. Das will ich Ihnen aber ersparen. Ich möchte Ihnen aber schon sagen, dass Sie uns dabei helfen können. Wir haben ein Citizen Science Projekt seit 2017, das haben wir Sample das Saarland genannt, mittlerweile aber aufs ganze Bundesgebiet ausgedehnt. Wenn Sie Lust haben, gehen Sie auch mal auf die Webpage. Da gibt es Erläuterungen dazu, wie man Proben sammelt. Da gibt es auch eine App dazu. Wir verschicken auch alle Materialien, die dazu notwendig sind, mit einer Anleitung. Und unter denen die Bodenproben einsammeln, verlosen wir dann auch unter den besten Produzenten einen Preis. Also wir sind sehr froh, wenn der eine oder andere da mitspielen möchte. Schreiben Sie uns eine E-Mail, wir schicken Ihnen die Unterlagen und dann sind Sie mit dabei und können vielleicht den nächsten Antibiotikaproduzenten helfen zu isolieren. Jetzt gehen wir noch ein paar Minuten in zwei angewandte Beispiele. Das hier ist eine Substanzklasse, die haben wir vor einigen Jahren isoliert aus neuen Myxobakterien. Die haben wir Cystobacteramide genannt, weil sie aus dem Cystobacter kam. Sie zeigt Breitspektrumaktivität gegen alle üblen Erreger von Mikroorganismen. Das hat uns sehr fasziniert, weil man das sehr, sehr selten findet. Wir haben uns dann damit beschäftigt, wie wird diese Substanz gemacht? Wie wird der Mikroorganismus, der das Molekül macht, wie wehrt er sich eigentlich gegen sein eigenes Molekül? Wir nennen das dann Selbstresistenz. Wenn Sie sich vorstellen, dass ein Mikroorganismus ein Antibiotikum macht, dann würde er sich ja normalerweise selbst umbringen. Also braucht er einen Eigenresistenzmechanismus, den wir dann auch studiert haben, der uns auch dazu geführt hat, herauszufinden, was eigentlich die Zielstruktur der Cystobacteramide in der bakteriellen Zelle ist. Das ist die sogenannte Gerase, die dafür sorgt, dass die DNA in der Zelle verpackt wird. Die DNA ist in ihrer Menge eigentlich für die Zelle viel zu groß, viel zu lang. Deswegen wird sie überspiralisiert und dazu braucht es gewisse Enzyme, die nennt man Gerasen. Wir haben dann auch bewiesen, biochemisch, dass das Molekül diese Gerase hemmt und damit dazu führt, dass man, wenn man diese Gerase inhibiert, dass die Bakterien dann halt absterben. Mittlerweile haben wir einige Jahre in die Entwicklung dieses Moleküls gesteckt, haben auch eine Totalsynthese auf den Weg gebracht, einige Tiermodelle mittlerweile durchgeführt. Links sieht man jetzt so ein Tiermodell, in dem eine Maus mit einem pathogenen Stamm von E. coli infiziert wird. Links sehen Sie eine logarithmische Skala. Vehicle heißt jetzt unbehandelt. Da sehen Sie, da endet man in der Muskelinfektion bei etwa 10 hoch 10 Bakterien untherapiert. Wenn Sie diese Cystobacteramide hier einsetzen, hat man 5 Log-Skalen, kommt auf unter 10 hoch 5. Und das ist etwa das, was man auch mit den klinisch eingesetzten Antibiotika vom Levofloxacin-Typ erhält. Wir sind ja also so weit, dass wir im Tier nachweisen können, die Substanz ist wirksam. Von dort ist es aber immer noch ein langer Weg bis zur Anwendung. Interessant sind die Substanzen, weil sie breit Spektrum sind, weil sie eine neue Klasse sind, deshalb chemisch ganz neue Wirkmöglichkeiten und Veränderungsmöglichkeiten auftun. Wir haben keine Kreuzresistenz und deswegen sind wir hier seit 2019 in einer gemeinsamen Entwicklung mit der Firma Evotec eingestiegen. Und diese Entwicklung führte in den letzten Jahren dann dazu, dass wir jetzt kurz vor auch einer Ausgründung sind, um die enormen Kosten, die hier mit der Antibiotikaentwicklung einhergehen, dann auch überhaupt tragen zu können. Das ist für die Entwicklung dann von großer Bedeutung und wie eingangs gesagt, überaus schwierig, überhaupt Gelder für solche Entwicklungen an Land zu ziehen. Wir sind da noch nicht fertig, aber das Ziel wäre halt an der Stelle jetzt in einer Ausgründung dann auch mit weiterem Kapital die Entwicklung dieser Substanz voranzutreiben. Ein zweites Beispiel, und dann sind wir auch fertig. Korallopyronin ist auch eine Substanz aus Myxobakterien. Da haben wir in einer schönen Kooperation mit Kollegen in Bonn, in der Arbeitsgruppe von Achim Hörauf, an einer sehr unschönen Krankheit gearbeitet. Man nennt sie Filariasis. Das sind durch Fadenwürmer verursachte Erkrankungen, die speziell in Afrika eine große Bedeutung haben. Blindheit hervorrufen.
Das sind Würmer. Jetzt fragen Sie wahrscheinlich, was erzählt er jetzt über Würmer? Es geht doch um Antibiotika. Genau, denn diese Würmer wiederum haben, was wir Endosymbionten nennen. Also in den Würmern leben Bakterien. Diese Bakterien heißen Wolbachia. Und erstaunlicherweise ist es nun so, dass man, wenn man Wolbachia depletiert, durch das Antibiotikum Wolbachia abtötet, dann ist unser Immunsystem in der Lage, die Wurminfektion abzuwehren. Wenn die Würmer die Wolbachien tragen, schafft unser Immunsystem das nicht. Man therapiert deshalb auch diese Infektionen mit üblicherweise Tetrazyklinen, wo aber wieder sehr hohe Resistenzen vorliegen. Man braucht also unbedingt Alternativen. Das gelang sehr schön, zumindest wieder in Tiermodellen, wenn man das Carvalho-Pyronin eingesetzt hat bei den Kollegen in Bonn. Da haben wir Heilungsraten gesehen, die waren erstaunlich. Nun kommt es aber zu einem Problem, was wir sehr häufig sehen bei diesen natürlichen Produzenten. Wir haben chemisch sehr komplexe Strukturen und können die gar nicht in großen Mengen produzieren, weil die Wildstämme, die wir da isolieren, nur sehr schlecht wachsen. Und hier kommt jetzt ein biotechnologischer Aspekt in noch zwei, drei Folien rein. Wir beschäftigen uns dann damit, wie diese Substanzen im herstellenden Mikroorganismus produziert werden. Wir isolieren die Gene, wir beschäftigen uns mit der Biochemie dazu und verpflanzen dann die komplette genetische Ausstattung, das sind dann durchaus mal 50 oder 100.000 Basenpaare, in, wir nennen das heterologe Wirte, also andere Bakterien, die wir in biotechnologischen Prozessen viel besser im Griff haben. Und das ist in dem Fall, ich will Ihnen jetzt die Details der Klonierungstechnologie ersparen, das ist was für Biotechnologen, sind aber so weit gekommen, dass wir all diese Gene in einen bakteriellen Produktionsstamm haben transformieren können, der dann so etwa 200 Milligramm der Substanz pro Liter stabil produziert. Und basierend darauf konnten wir dann Produktionsorganismus in eine Fermentation reinbringen und einen Isolierungsprozess in Braunschweig bei den Kollegen herstellen, der jetzt so weit ist, dass wir ihn zu einer Firma transferieren konnten, die unter Good Manufacturing-Bedingungen den Herstellungsprozess im Multigramm-Maßstab nun für klinische Studien macht. Also die Message, die ich hier rüberbringen wollte, man findet häufig solche Substanzen, kann sie dann aber nicht herstellen. An der Stelle brauchen wir gute Chemie oder gute Biotechnologie, die vor 20 Jahren praktisch unmöglich war. Und so können wir jetzt die Mengen, die wir für eine klinische Studie brauchen, wir nennen das dann TPP, das ist das Target Product Profile. Also das Molekül muss ja gewissen Vorgaben für eine klinische Entwicklung entsprechen. Das können wir so machen. Wir wissen, im Tiermodell funktioniert das. Wir wissen, die Moleküle sind eigentlich untoxisch und haben mal große Hoffnung, dass sie dann in ein, zwei Jahren auch in klinische Studien gehen können. Ich möchte noch kurz zusammenfassen. Ich hoffe, ich habe zeigen können oder darauf verweisen können, dass wir AMR mehr als ernst nehmen müssen, dass wir unbedingt neue resistenzbrechende Antibiotika benötigen, dass die Wertschätzung für Antibiotika an vielen Stellen mangelhaft ist und das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, dies zu ändern. Dann habe ich Ihnen inhaltlich als Bodenbakterien diese Raubmyxobakterien vorgestellt, die eine tolle Quelle für neue Wirkstoffe sind und die Cystobacteramide und Corallopyronine als Beispiele für Wirkstoffe in der Entwicklung vorgestellt. Mein Dank gilt natürlich der Arbeitsgruppe und den vielen Kooperationspartnern, die ich jetzt hier nicht alle nennen möchte, aber das, was ich Ihnen vorgestellt habe, ist selbstredend durch eine Vielzahl von hochtalentierten, motivierten Mitarbeitern gemacht worden. Ich stelle das ja nur dar und erzähle Ihnen ein bisschen was drüber. Und damit bin ich dankbar für Ihre Aufmerksamkeit und nehme gerne ein paar Fragen. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Müller, für den sehr beeindruckenden und spannenden Vortrag. Ich glaube, das, was Sie hier vorgetragen haben, ist ein Thema, das uns alle beschäftigt, uns alle auch interessiert. Also ganz herzlichen Dank für den beeindruckenden Vortrag. Ja, ich bin sicher, es gibt eine Reihe von Fragen. Herr Schink hat die erste Frage. Ja, herzlichen Dank, Herr Müller, für Ihren Vortrag. Sie haben ja gezeigt, wie die Myxobakterien ihre
Futterbakterien aufreißen. Dafür brauchen sie aber eigentlich keine extrazellulären Wirkstoffe. Der Zusammenhang da ist mir nicht richtig klar geworden. Und der andere Aspekt, der mir immer noch selbst aus früherer Studienzeit in Erinnerung ist, warum werden die Antibiotika wirklich produziert? Da ging ja immer die Diskussion drum, dass seien Antibiosen eben Maßnahmen einzelner Organismen gegen andere. Aber die realen Konzentrationen, die da vor Ort zustande kommen, liegen zumindest nach früherer Erkenntnis deutlich unter dem, was man braucht, um die entsprechenden Feinde wirklich abzutöten. Das heißt, dieses Konzept ist immer wieder in Frage gestellt worden. Was ist da aktuell die Vorstellung drüber? Ja, das ist eine sehr valide Frage. Was ist die Funktion der Sekundärstoffe? Ich möchte aber erst auf Ihre erste Frage eingehen. Die brauchen diese Wirkstoffe in der Tat. Wenn Sie Myxococcus xanthus, der ein Antibiotikum namens Myxoferescin macht, wenn Sie die Gene für die Produktion dieses Antibiotikums deletieren, ihn also unfähig machen, diese Substanz zu produzieren, dann kann der auf anderen Bakterien nicht mehr wachsen, kann sie nicht abtöten. Also es ist ein Gemisch, auch das ist nicht wirklich klar, was alles notwendig ist, um diesen Raubbakterienlebensstil dann letztlich durchzuführen. Es sind Exoenzyme, die eine Rolle spielen, es sind Typ-3-Sekretionssysteme beteiligt, aber diese Wirkstoffe sind auch essentiell. Das ist mittlerweile auch nachgewiesen. Die schwieriger zu beantwortende Frage ist die nach den Konzentrationen der Wirkstoffe im Habitat. Auch hier, wenn man den Schwarm anschaut, und das haben wir auch gemacht in Experimenten, wo wir halt in artifiziellen Bedingungen auf einer Agarschale die Myxobakterien mit ihren Prey-Bakterien mischen und dann Massenspektrometrie machen, da sind die Wirkkonzentrationen in der Tat so hoch, dass sie ausreichend sind. Im Schwarm ist das auch vorstellbar, wo es natürlich sehr schwer vorstellbar ist, wenn Sie beispielsweise ein marines Bakterium isolieren, was irgendwo auf einer Algenoberfläche dann hockt und wo eine freie Diffusion vorliegt. Da kann man sich nicht vorstellen, dass die Wirkkonzentrationen tatsächlich ausreichen. Es gibt wenige Beispiele, wo man tatsächlich die nativen Bedingungen auch nur annähernd nachstellt. Ich sagte eben schon 10 und 9 Bakterien pro Kubikzentimeter. Wie will man das reproduzierbar hinkriegen? Es sind also immer artifizielle Systeme, in denen man wenige Bakterien oder auch Pilze und Bakterien mischt und dann analysiert. Die Vorstellung hat sich eigentlich dahingehend entwickelt, dass die ganzen Sekundärstoffe unterschiedlichste Rollen von Kommunikationssignalen bis hin zu Antibiotika haben und wirklich ganz klare Beweise dafür, dass in den natürlichen Bedingungen dann diese Funktion auch tatsächlich eingehalten wird. Die werden Sie in der Literatur nicht finden, weil niemand ein System hat, was die natürlichen Bedingungen wirklich wiedergibt. Also diese Beweise in Anführungszeichen kommen alle aus eher artifiziellen Laborsystemen, wo man vielleicht mal 3, 4 Player zusammenbringt und daraus dann Schlüsse zieht. Immer. Schönen Dank. Die nächste Frage kommt von Herrn Joost. Ja, vielen Dank. Erstmal vielleicht die Bemerkung zum Einsatz der Antibiotika. Ein Problem ist ja, dass sicher das Antibiotika zu viel und zu unspezifisch eingesetzt werden in der Landwirtschaft und alle möglichen Ärzte verschreiben bei jeder Erkältung Antibiotikum und das begünstigt natürlich die Entwicklung. Zwar ist das nicht wirtschaftlich für die Pharmakonzerne, aber man müsste ja erstmal den Einsatz der Antibiotika so weit wie möglich begrenzen. Aber die eigentliche Frage, die ich habe, ist, Antibiotika wirken ja relativ unspezifisch. Die greifen alle möglichen Bakterien an, auch die gutartigen in unserem Darm und haben Nebenwirkungen. Aber zumindest beruht der Einsatz ja darauf, dass Bakterien keinen Zellkern haben, keine Eukaryonten sind und dass sie deswegen, also wie Sie geschildert haben, an der bakterienspezifischen Verpackung der DNS angreifen können. Gibt es noch andere Möglichkeiten, prinzipielle Möglichkeiten, um einen Wirkstoff zu haben, der Bakterien
aber keine Eukaryonten angreift und der dann prinzipiell eine antibiotische Wirkung hervorrufen könnte? Das waren jetzt viele Fragen. Ich versuche mal einen Rundumschlag in ein paar Sätzen. Der Punkt der Breitspektrum-Antibiotika ist besonders wichtig, weil wir unsere eigene Mikrobiota halt schädigen, wenn wir Antibiotika nehmen. Wir haben, auch da gibt es Statistiken zu mittlerweile, wenn wir uns selber als Organismus beschreiben und alle Bakterien in uns und an uns zählen, sind das mehr Zellen, als wir eigene Zellen haben. Eine riesige Vielzahl von Spezies, und wenn man ein völliges Breitspektrum-Antibiotikum hätte, wäre das eigentlich eine Katastrophe für uns. Glücklicherweise sind die Antibiotika nicht wirklich Breitspektrum. Was daran liegt, dass obwohl die Targets, also die Zielstrukturen sehr konserviert sind, die bakteriellen Hüllen sehr unterschiedlich sind, was wiederum dazu führt, dass die Aufnahme in die Bakterien sehr, sehr unterschiedlich ist. Beispielsweise haben die Gram-Negativen halt eine völlig anders zusammengesetzte, ich nenne es jetzt mal Zellwand, wohl wissend, dass das nicht wirklich korrekt ist. Die ganze Struktur, die eben die Zelle umgibt, ist bei Gram-Negativen dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Doppelmembran hat, die physikochemisch für das Antibiotikum eine viel größere Hürde darstellt als bei den Gram-Positiven, was wiederum zu ganz unterschiedlichen Aufnahmemechanismen führt. Also wir beschäftigen uns intensiv damit, Antibiotika zu finden, die möglichst selektiv sind, auch das in Anführungszeichen, um eben über diese Aufnahmemechanismen auch gezielt, wenn man weiß, da gibt es spezifische Importmechanismen, die man adressieren kann, sodass man letztlich einen Import hijackt, so ähnlich wie dem trojanischen Pferd, um die Antibiotika dann in die Zelle reinzukriegen und letztlich die Kommensalen, also die für uns unschädlichen oder sogar positiven Bakterien zu schonen. Das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Man beschäftigt sich auch mit sogenannten Pathoblockern. Das sind dann Wirkstoffe, die letztlich die Kommunikation zwischen den Bakterien stören oder ihre Pathomechanismen inhibieren. Das ist ein sehr bestechender Ansatz auf den ersten Blick. Man würde die Bakterien nicht abtöten, sondern sie an ihren krankmachenden Eigenschaften packen. Da gibt es auch einige sehr vielversprechende Ansätze. Es ist aber noch keiner wirklich in die Klinik übersetzt, was auch wieder daran liegt, dass ein reines Inhibieren der Pathomechanismen auch nicht ausreichen würde. Letztlich muss man das Pathogen ja loswerden und wieder mit einem Antibiotikum kombinieren. Und das macht es wieder in der Klinik sehr schwierig, überhaupt eine klinische Studie durchzuführen in dem Bereich und auch noch schwieriger, jemanden zu finden, der das finanziert. Aber da gibt es einige Ansätze, beispielsweise machen Pseudomonaden diese Biofilme, die dann noch mal schwieriger zu therapieren sind. Diese Biofilme wiederum machen sie nur dann, wenn sie chemisch miteinander kommunizieren. Und es gibt Ansätze, die die Rezeptoren für diese chemische Kommunikation blockieren, wo man dann sehr schön in der Kultur zeigen kann, es werden keine Biofilme mehr gebildet. Man kann sogar in Tiermodellen zeigen, in der Mauslunge beispielsweise gibt es diese Biofilme nicht. Die Pathogenitätsfaktoren werden dann deutlich geringer nur ausgeschieden. Aber ich bin jetzt nicht informiert und wir gucken uns das ganz genau an, was in Phase 1, 2, 3 Studien ist, dass auch nur eines dieser Moleküle bislang in eine klinische Studie gekommen wäre. Also da gibt es Hoffnung. Es wird auch immer wieder von Phagentherapie gesprochen. Da sage ich auch gerne ein paar Worte zu. Phagen sind sicher sehr attraktiv für unsere Arzneistoffentwicklung, aber gerade systemisch völlig ungangbar. Sie können zwar sehr selektiv Bakterien ausschalten, sind aber systemisch nicht einsetzbar, weil sie immunogen sind. Für Oberflächentherapien ist da sicher was machbar mit Phagen. Haben wir aber derzeit auch nichts, was bei uns zugelassen wäre. Prima, schönen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Scholl. Ja, herzlichen Dank für den ganz spannenden Vortrag. Meine Frage ist eher eine Art politische Frage. Sie hatten ja das Thema Wertschätzung erwähnt und Wertschätzung gegen Wertschöpfung
scheinbar reguliert ja der Markt hier nicht alles und wir könnten wieder in einer Situation sein, in der uns die Entwicklung überholt und wir versuchen dann aufzuholen, was aber, wie Sie ja erwähnt haben, auch mit den Zeiträumen, die in Ihrer Forschung da notwendig sind, nicht auf die Schnelle funktionieren wird. Also wenn wir dann von der Entwicklung eingeholt werden, kommt dann die Wirtschaftlichkeit wahrscheinlich ganz von alleine aus der Not heraus. Jetzt meine Frage, wie wirken Sie, das ist jetzt wahrscheinlich gar nicht Ihre Aufgabe, aber wie wirken Sie auf die Politik ein, diese Dringlichkeit zu kommunizieren und vielleicht europaweit Zusammenarbeiten zu ermöglichen, Synergien zu schaffen, dass, wenn der Markt es nicht reguliert, dann zumindest auf staatlicher Ebene die Forschung dort massiv unterstützt wird? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage und vor einigen Jahren hätte ich auch noch behauptet, ist nicht meine Aufgabe. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Das ist vielleicht auch mit zunehmendem Alter dann geschuldet, dass man sich diesen Dingen auch einfach widmen muss. Es gibt einige internationale Netzwerke, in denen wir diesbezüglich aktiv sind. Ich sage auch gern dazu, warum das eigentlich immer etwas war, wo ich gedacht habe, das machst du lieber nicht, weil es immer so nach pro domo aussieht. Dieser ganze Lobbyismus ist ja irgendwie sehr, sehr negativ belegt. Und wenn ich jetzt wo auftrete und sage, wir brauchen mehr Geld für die Antibiotikaforschung, das ist mir immer noch irgendwo schräg. Also das sollen andere sagen, denke ich mir dann. Und es ist doch offensichtlich. Wenn ich dann aber feststelle, andere sagen es nicht, dann kommt man irgendwann zu dem Schluss, man muss es doch selber in die Hand nehmen. Die Argumente sind einfach so eindeutig, dass man es machen muss. Wir sind da auch in der EU aktiv. Wir haben auch schon den europäischen Gesundheitsminister hier vor Ort gehabt oder Kommissar heißt er ja eigentlich, den Andriukaitis. Die EU hat auch mittlerweile ein Programm aufgesetzt in der sogenannten Innovative Medicines Initiative, was sich dezidiert dem Antibiotikaproblem widmet. Auch die Bundesregierung hat da einiges gemacht. Es gibt da eine Strategie. Also an der Ebene hat sich schon einiges gewandelt. Die Problematik ist einfach, dass die Kosten damit immer noch nicht wirklich dargestellt werden können. Wenn dann halt mal 100 Millionen ausgegeben werden, ist man dann der Meinung, das ist ein riesen Finanztopf. Aber in dem Bereich ist das halt ein Zehntel einer Entwicklung. Und das macht dann auch ein Bundesministerium oder selbst ein EU-Kommissar mal nicht so schnell einen Fördertopf bewegen, der halt in Milliardengröße eigentlich sein müsste. Ich will den ja gar nicht hier fürs Institut, sondern irgendwo als Topf für vielversprechende Entwicklungen, die international evaluiert werden sollten, damit man solche Projekte dann öffentlich gefördert weitermachen kann und das nächste Antibiotikum auch in den Panzerschrank legen kann und weiß, wenn die Resistenz auftritt, habe ich noch was. Das wäre ja eigentlich die Vorstellung. Und da ist politisch deutlich mehr Rückenwind reingekommen. Es gibt da einige Institutionen, die sich kümmern. Da gibt es auch viele Podiumsdiskussionen. Da gehe ich mittlerweile ganz gerne hin, weil man sich an der Stelle dann nicht mehr so als Lobbyist versteht, sondern einfach für die gute Sache kämpfend. Und wir brauchen da noch viel mehr Verbündete, weil das Problem ist ja nicht nur der viel zu geringer Einsatz hin zur Entwicklung neuer Antibiotika, sondern es klang eben schon an, der falsche Einsatz in der Tiermast. Ja, da werde ich verrückt, wenn man das sieht, was da immer noch passiert. Und es sind auch andere Dinge, die da angesprochen werden müssen. Man spricht dann auch von diesem One Health Approach. Man muss halt das ganze System betrachten. Und das ist schon ein riesenkomplexer Zusammenhang. Das vielleicht noch letzter Satz als Antwort. Das macht es auch so kompliziert. Es kommt auch immer wieder die Presse oder die Medien zu mir und die fragen dann ja, wie? Dann gibt es eine halbe Stunde Diskussion und dann ist es einfach zu komplex, um das in einem kurzen Artikel darzustellen. Wenn es um unsere Forschung geht, dann ist immer die erste Frage, wann ist das Zeug denn endlich in der Apotheke? Ne, diese Entwicklungszyklen von 10 Jahren, da will einfach keiner was von hören. Und wo dann zwischendurch vielleicht auch schon mal ein Erfolg ist, dass man überhaupt ein neues Molekül hat, dass es das in einem Tier tut, das lässt sich einfach nicht so gut verkaufen wie Dinge in anderen Bereichen. Man braucht Zeit, man muss sich mit dem Problem einfach, wie wir jetzt hier, mal intensiver auseinandersetzen. Und es genügt halt nicht, da mal ein
einen Halbseiter irgendwo drüber zu schreiben. Immer, vielen Dank. Ich sehe jetzt noch zwei Fragen und würde damit die Frageliste schließen wollen. Als erstes wäre Herr Wagner dran und danach Frau Champollion. Herr Wagner, bitte. Ja, vielen Dank und vielen Dank für den sehr schönen Vortrag. Sie hatten ja gezeigt, wenn der Einsatz von bestimmten Antibiotika zurückgeht, kommt es zu Rückmutationen. Das impliziert ja, wenn man genügend Antibiotika hätte, die man quasi rollierend einsetzen kann, dass man dann das Problem besser in den Griff kriegt. Meine erste Frage ist, ist diese Überlegung richtig? Und die zweite wäre, wie viel bräuchte man denn, damit man, wenn dies richtig ist, damit man das ganze Problem besser in den Griff kriegt als heute? Ja, guter Punkt. Grundsätzlich richtig, aber nicht allgemein richtig. Diese Resistenzmutationen haben in einigen Fällen einen sehr negativen Einfluss auf die Bakterienzelle. In anderen Fällen machen sie ihr gar nichts und werden einfach weitergetragen. Das Beispiel, was ich gezeigt habe, ist halt ein solches, wo es den negativen Einfluss gibt. Da gibt es auch durchaus Krankenhäuser, die schon so weit sind, dass sie den Einsatz ihrer Antibiotika an der Stelle rotieren und sagen, Sulfonamide habe ich mal in den 70ern und 80ern gebraucht, dann war alles resistent, habe ich nicht mehr eingesetzt. Wenn ich die dann zwei Jahrzehnte nicht mehr gebraucht habe, habe ich wieder eine hohe Selektivität. Bei den meisten Antibiotika ist das aber leider nicht so. Also man hat nicht so viele Optionen, wo die Rückmutationen hin zum vorherigen Status tatsächlich stattfinden. In einigen Fällen ist das so. Und da es leider wenige sind, ist es keine Lösungsmöglichkeit. Immer. Dankeschön. Frau Champollion. Ja, hallo, herzliche Grüße aus Freiburg. Meine kleine Frage ist, was kann ich denn als Apothekenkundin quasi kann ich überhaupt was beitragen? Kann ich dadurch, dass ich dem Arzt sage, ich möchte jetzt gerade kein Antibiotikum schlucken, irgendwas dazu beitragen? Wie verhalte ich mich jetzt mit dem von Ihnen vermittelten Wissen in dieser Sache richtig? Ja, ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Wie verhält man sich richtig? Da gibt es leider auch jetzt keine allgemeine Antwort zu. Weil es gibt viele Indikationen, da wäre der Rat jetzt kein Antibiotikum nehmen, genau der falsche. Ja, also wenn Sie beispielsweise jetzt eine Infektion eine Blaseninfektion haben und die hält länger als 3-4 Tage an, dann muss man Antibiotikum nehmen, sonst gibt es nachher aufsteigende Infektionen, die Niere ist kaputt. Also da jetzt zu raten, kein Antibiotikum nehmen, wäre völlig falsch. Es nicht erstmal anders probieren, ist eine völlig andere Sache. Das kann ich jetzt als, das muss der Arzt wirklich im Einzelfall entscheiden. Da kann man keine allgemeine Devise zu ausgeben. Ich glaube, wo wir viel mehr bewegen könnten als Bürger, ist eben diese Problematik Tiermast. Ja, wenn man die Tonnagen sieht, die immer noch auch in der EU in der Tiermast eingesetzt werden, da rühmt man sich dann, dass die, das sind ja wirklich Tonnen, ne? Und nicht wenige Tonnen, die da pro Jahr in der Tiermast eingesetzt werden. Doch rühmt man sich, dass in den letzten Jahren diese Tonnage deutlich zurückgegangen ist. Aber auch da, wenn Sie sich die Statistik genauer anschauen, das ist eigentlich dadurch bedingt, dass man stärker wirksame Antibiotika eingesetzt hat, von denen man einfach weniger braucht. Ja, und dann daraus zu schlussfolgern, wir sind hier erfolgreich, weil wir weniger Tonnen eingesetzt haben, ist ein völliger Trugschluss. Wenn man das aufrechnet, ist einfach nicht so. In der Tiermast wird immer noch viel zu viel eingesetzt. Also ich plädiere da immer dafür, wir müssen halt akzeptieren, dass Fleisch teurer ist, dass Fleisch anders hergestellt wird. Herstellung ist da sowieso schon ein seltsamer Begriff. Aber das ist jetzt auch eine politische Sicht der Dinge, nur das weiter so zu machen mit der Landwirtschaft und der Fleischwirtschaft, die sich herauskristallisiert hat, ist keine Option. Und da kann man an der Stelle sicher viel mehr bewegen als mit diesem Einzelentscheid, den man immer mit dem Arzt gemeinsam treffen muss, brauche ich jetzt ein Antibiotikum oder nicht. Prima. Vielen herzlichen Dank nochmal, Herr Müller. Großartiger Vortrag zu einem überaus interessanten Thema. Sie haben gemerkt in den Fragen,
das Thema geht uns alle an und wir identifizieren uns auch alle mit dem Thema. Und ich denke, Sie haben uns auch sehr stark zum Nachdenken angeregt und ich glaube, wir sind ziemlich alle auf Ihrer Linie. Ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag.